Jo, hallo und willkommen, meine lieben Freunde. Ich bin's, euer Odo. Und willkommen zurück zu unserem Let's Play Civ 6 in Sparta. Wie ihr seht, meine ganzen Konkurrenten sind alle echt unglücklich mit mir. Die meisten haben mich denunziert, nur weil ich die eine oder andere Stadt erobert habe. Wenn es keine Elektrizität gäbe, würden wir alle bei Kerzenschein fernsehen. Ach, naja, was soll's. Okay, wir haben die Elektrizität, das ist gut. Wir können U-Boote bauen, Kraftwerke und Seehäfen. Kraftwerke klingen gut. Bonus wird auf alle Stadtzentren im Umkreis von 6 Geländefeldern erweitert. Das heißt, wir brauchen nur ein Kraftwerk für alle 6 Geländefelder. Gut, soll sein. Das heißt, wir brauchen das eine oder andere Kraftwerk. Gut, auf Bereitschaft. Du für das Öl. Weil, dann haben wir jetzt Öl und dann können wir tatsächlich euch endlich zu Panzern aufrüsten. Finde ich gut. So, diese Infanterie geht auch auf Bereitschaft. Du gehst auch auf Bereitschaft. Du wartest auch hier. Warte mal. Das heißt minus 50. Ah. In 50 Runden werden wir um 1 schwächer. Warum eigentlich? Vielleicht sollte man ein bisschen mehr Felder bauen. Da zum Beispiel die beiden Felder noch. Na gut, soll sein. Wählen. Immerhin haben wir jetzt schon praktisch überall diese Boni. Was machen wir, was wollen wir überhaupt machen? Fortgeschrittene Luftfahrt. Dann können wir unser kleines Flugzeug aufbessern. So, Apostel. Wieso zeigst du mir dort, dass du... Ach gut. Na gut, was soll sein. Wir verbreiten einfach mal. Überall. Ah, warte mal. Nein, Mist. Vergessen. Da unten. In Detroit wollte ich eigentlich noch einen Naturforscher bauen. Wenn wir dran sind wieder. Und dann werden wir diese beiden Gebiete da noch kaufen. Sollte sich ausgehen. 1, 2, 3. Und dann können wir hier noch einen Naturpark bauen. Das Bolschoi-Ballett ist ein Universum der Fantasie. Ein Ort des magischen Zaubers, der Schönheit und der Romantik. Die anmutigen Tänze, die herrliche Musik und die prächtigen Kostüme lassen seine vielen Welten pulsieren. Okay, finde ich gut. Trudy Graffunkel, immer das war. Auf dem Art Graffunkel verheiratet ist, gewährt bei Abschluss zwei zufällig ausgewählte kostenlose Ausrichtungen. Zufällig ausgewählte kostenlose Ausrichtungen. Ja.
Ja, machen wir noch. Zufällig rausgehen. Achso, zwei Heurekas. Und zwar für Robotertechnik. Eines Tages wird es keine Grenzen mehr geben, keine Flaggen und keine Länder. Und der einzige Pass wird das Herz sein. Ja, das wäre schön. Schauen wir mal. Plus 10% Wissenschaft pro Stadtstaat, indem ihr souverän seid. Ich glaube, das werden wir jetzt dann gleich machen, weil wissenschaftlich sind wir ein bisschen nach. So, das lassen wir. Das lassen wir. Hau den Wissenschaftler raus. Pfeif auf den Wissenschaftler. Dann kriegen wir. Vielleicht können wir den Wissenschaftler auch mit Glauben kaufen. Beziehungsweise nein, hauen wir den Wissenschaftler nicht raus. Hauen wir lieber das mit den Wundern raus, weil den Wunder brauchen wir zurzeit eh keine. So, dann haben wir gesagt, wir bauen da unten Detroit. Forscher. Außerdem kaufen wir die beiden Geländefelder. So, du heilst dich, dann wirst du da unten versuchen aufzuräumen. Du bleibst da stehen. So, wo bauen wir unseren nächsten Wanderweg hin? Nach Mytilene vielleicht? Genau, dass wir da Straße rüberbauen. Nicht, wenn wir irgendwas brauchen, sondern wenn wir eben eine Straße gerne hätten. So. Aus dem letzten Mal zu Tourismus an. Das hat zwar nicht wirklich was gebracht mehr, aber was soll's. So, wir können einen Seehafen bauen. Und ein Kraftwerk. Hier brauchen wir ein Kraftwerk, sicherheitshalber. Das ist auf jeden Fall nicht schlecht. 6, 1, 2, 3, 4, 5. Faserlos ist überhaupt super. Da ist nämlich Sparta drinnen, Pergamon drinnen und Athen drinnen. Mehr Sparta, noch besser. Wahrscheinlich sogar. Von Sparta haben nämlich, glaube ich, auch Argos und Ephesos drinnen, oder? 1, 2, 3, 4, 5. Na, Ephesos ist nicht drinnen. Super ärgerlich. Das heißt, in Wirklichkeit brauchen wir Kraftwerk in Argos vielleicht. Wobei man dazu sagen muss, ich habe keine Ahnung, ob das vom Stadtzentrum ausgeht oder vom Industriegebiet, wo es gebaut wird. Naja, werden wir dann schon sehen. So. Oh. Verstehe. Das meint sie mit Ausrichtungen kriegen. Wir haben die Globalisierung geschenkt gekriegt. Was macht das? Kann mehrmals abgeschlossen werden und bringt Punkte für den Punktsieg. Das heißt, wir machen jetzt nur noch Zukunftsausrichtung. Wir sind durch mit dem Dings. Na super. Wie ist das mit unserem Kultursieg? Wann kommt der endlich? Ach, geh weg, der Frau. Ich will dich nicht sehen. So, wir haben 163 Touristen und wir brauchen 226. Also das wird schon mehr. Das wird schon mehr. Das ist jetzt nicht so, dass das so wenig wäre. Und deswegen brauchen wir auch Kultur, damit die Touristen auch wirklich kommen. Ich weiß zwar nicht genau, wie ich das mache, aber was soll's. So, schauen wir mal. Große Werke. Nein, große Werke wollte ich mir nicht anschauen. Ich wollte mir die großen Persönlichkeiten anschauen. Wie wahrscheinlich ist es denn bald, einen neuen zu kriegen?
Großadmiral interessiert mich eigentlich nicht. Großingenieur interessiert mich schon. Nummer 21 Punkte. Das heißt, wir können bald Jane Drew. Wer ist die Jane Drew? Ich, Iris Estelle Radcliffe Drew. Später dann Dame Jane Drew. Kam im März 1911 als Tochter eines Entwicklers chirurgischer Geräte und des späteren Gründers des British Institute of Surgical Technicians in Croydon zur Welt. Das interessiert mich eigentlich nicht. Sie wurde ebenso berühmt wie ihr Vater, allerdings als Architektin und Stadtplanerin. 1934 machte sie einen Abschluss an der Architectural Association, also Architektin. In London gewann kurz darauf einen Wettbewerb für die Planung eines Krankenhauses in Devon. Da der Bereich Architektur damals ausschließlich von Männern dominiert war, war dieser Erfolg wahrlich etwas Besonderes. Kurz darauf heiratete Drew den Architekten James Allison und arbeitete für sein Unternehmen. Modern wie sie war, behielt sie allerdings ihren Mädchennamen. Und das 1939, auch nicht schlecht. Obwohl die Ehe 1939 in die Brüche ging, ging sie völlig darin auf, Mutter ihrer beiden Zwillingstöchter zu sein. Mit ihren direkten Art, ihren feministischen Idealen und ihrer scharfen Zunge ging sie ihren eigenen Weg. Woher haben die diese Texte aus Wikipedia? Nein, das kann nicht sein. Wikipedia würde nicht so bla bla schreiben. Ich will wissen, was sie gemacht hat. Sie hat einen Wettbewerb gewonnen für ein Spital, aber sonst. Und wen sie geheiratet hat, wen interessiert das, wenn sie geheiratet hat? Wenn sie eine große Ingenieurin ist? Das ist so sexistisch. Ist das bei den Männern auch so? Im Iran, in Sri Lanka, Singapur, Indien und sogar in Schottland sind Drews aufsehenerregende funktionale Modernisten. Und sogar in Schottland? Was? Ich würde sagen, sogar in Nigeria. Ich meine, die Frau war doch Engländerin, oder? Kontrovers diskutiert wurden. Am berühmtesten wurde jedoch die Kooperation mit Le Corbusier bei der Planung von Chandigarh, einer neuen Stadt im Punjab nach der indischen Unabhängigkeit. Schau an. Nach ihrem Ruhestand 1979 verfasste sie zahlreiche Publikationen über Architektur, wurde mit ihren bla 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 bla. Okay, na gut. Also die werden wir wahrscheinlich kriegen. Ah, die erhöht unsere Annehmlichkeit und den Wohnraum in der Stadt, wenn wir die haben. Große Händler haben wir 16 Punkte. Und die haben einfach 21,4. Na gut, soll es sein. Ist auch nicht so wichtig an und für sich. Großer Wissenschaftler haben wir auch 16 Punkte, 17,3. Ja, für 3840 könnten wir das kaufen oder für 2868 schauen. 17,3, 17,8. Die produzieren alle etwas schneller den Wissenschaftler als ich. Vielleicht kaufe ich mir da was. Was löst das Fabrik von für alle Technologien aus dem Informationszeitalter aus? Abdus Salem. Wer ist das? Muss ich den kennen? Abdus Salem, der im Januar 1926 in Jan in British Indien, heute Pakistan, zur Welt kam, war der erste Pakistani und der erste Moslem, der einen Wissenschaftsnobelpreis gewann. Okay. Er erhielt diesen für sein Werk in der theoretischen Physik. Sein Vater war Regierungsbeamter im Bildungswesen der Provinz Punjab. Er musste also nie hungern und seine Familie. Und seine Familie hat eine lange Tradition an religiösen Gelehrten und war wohl angesehen. Als Abdus im Alter von 14 Jahren mit dem Fahrrad von Lahore zurückkehrte, nachdem er den höchsten jemals verzeichneten Notendurchschnitt für die Immatrikulation an der Universität des Punjab erzielt hatte, wurde er vom ganzen Dorf gefeiert. Habe ich von dem schon mal gelesen?
Es versteht sich praktisch von selbst, dass der junge Abdus ein vollständiges Stipendium für die Universität erhielt, obwohl er sich sehr für Urdu und englische Literatur sowie vergleichende Religionswissenschaften interessierte. Mit einem Studium der Mathematik im Alter von 20 Jahren schloss er sein Magisterstudium ab. Das war ein ganz ein Fleißiger. Und erhielt ein Stipendium für Cambridge. 1950 erhielt er die Anerkennung für den herausragendsten Beitrag, der je ein Wissenschaftler vor dem Erlangen eines Doktortitels zur Physik beigetragen hatte. Im Jahr 1951 kehrte er nach Pakistan zurück und übernahm dort die Leitung der Mathematischen Fakultät der Universität in Punjab. Bla 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 bla. Wissenschaftsbotschafter aber noch oft in seiner Heimat. Wieso steht denn nicht, dass er geheiratet hat? Der hat sicher auch geheiratet, wetten? Bei dem steht nicht, dass er geheiratet hat. Ich meine, war ein gläubiger Moslem. Der hat sicher geheiratet. Ah, doch. Er war zweimal verheiratet und Vater von 6 Kindern. Aber wer die Frau war, ist denen wurscht. Bei der Frau haben sie die Männer dazu geschrieben. Finde ich nicht richtig. Na gut, wir sind noch in Führung und wenn wir etwas zu viel Glauben oder Geld haben, können wir uns den kaufen. Weiß aber nicht, ob wir den unbedingt brauchen. Mal schauen. H.G. Wells. Hier schon was an. 15 Punkte. 5,2. 3,1. 12,2. Na, das ist unserer. Den nimmt uns wohl kaum noch jemand weg. Vincent van Gogh. 22 zu 10,7. Den kriegen wir wahrscheinlich. Könnten wir vielleicht auch noch kriegen. Den hätte ich gern. Aber warte mal. Was hat der da? Landschaft, Landschaft, Landschaft. Ich will keine Landschaftsbilder. Könnte ich einen anderen haben? Gao Zhan. Großer Musiker. 18. 3,1, 2,1, 4,6. Punkte, Punkte. Die Wahrscheinlichkeit, dass wir den kriegen, ist auch extrem hoch, aber ich weiß nicht, ob das Spiel noch so lange geht. Aber den Vincent van Gogh ist schon sehr wahrscheinlich, dass wir den kriegen. H.G. Wells auch, oder? Ja, sogar sicher. Den kriegen wir auf jeden Fall. Na gut, ja, also für einen Wissenschaftler könnte es sein, dass wir dingsen müssen. Aber ich bin mir nicht sicher, ob wir Atomzeitalter, Informationszeitalter. Ah, oh ja, das ist doch noch recht viel. Alle von denen kriegen wir. Das ist gar nicht mal so schlecht. Also noch 1, 2, 3, 4, 5. Finde ich gut. Na gut, soll sein. Das Industriegebiet von dem. Ah, das ist so fürchterlich, das erkennt man nicht. Das ist da hier. Das ist das Industriegebiet direkt neben dem Naturschutzgebiet. Was? Meine Forderungen müssen erfüllt werden. Ja, du kannst mich mal. Gibt's ja wohl nicht. Was willst du sonst machen? Mir den Krieg erklären? Da habe ich aber jetzt Angst. Um ehrlich zu sein, habe ich große Lust, dir den Krieg zu erklären, nachdem du meinem Stadtstaat den Krieg erklärt hast. Nicht, dass ich glaube, dass du mir schaden kannst mit deinen Truppen, aber. Was auch immer. Was hat Rum gemacht? Politikplatz füllen. Was? Stadt hungert. Ja, ist mir wurscht. 7 neue Stadt-Quests. Finde ich gut. Kampfbomber. Einen Flugplatz. Haben wir nicht schon einen Flugplatz? Wanderbrunei
will Heureka für Kernfusion. Nach nachschauen, was wir da alles brauchen. Einen Handelsweg will Valletta, und das lässt sich einrichten. Religiöse Bekehrung. Brüssel möchte bekehrt werden. Naja, auch das lässt sich irgendwie einrichten. Die wollen ein Lager. Ja, das. Vielleicht baue ich das irgendwo. Ich muss sagen, will einen großen Wissenschaftler. Ja, ich auch. Wir können noch einen Apostel. So, irgendeiner von denen wollte bekehrt werden. Brüssel, glaube ich. Nein, falsch, da wollte ich die Stadt starten. Brüssel wollte, glaube ich, bekehrt werden. Nach welchem Prinzip sind die geschlichtet? Yep, Brüssel will bekehrt werden. Handelsweg. Kernfusion. Flugplatz. Kampfbomber. Lager. Helikopter. Ah ja, das war noch davon. Dings, religiöse Bekehrung. Sandepa will auch religiös bekehrt werden. Großer Wissenschaftler. So, wichtig sind vor allem Toronto, Banda Brunei und Valletta. Den Handelsweg für Valletta werden wir ja wohl schaffen. Die Kernfusion, weiß ich nicht. Den Flugplatz vielleicht auch. Na gut, schauen wir uns mal an, was mit der Kernfusion ist. Was brauchen wir dafür? Kernspaltung. Ah, Kernfusion ist hier. Ha, das sollten wir mit dem großen Wissenschaftler schaffen. So, wo haben wir denn Brüssel? Jerian, Jerusalem. Da ist Brüssel. Die wollen bekehrt werden. Und wer war der zweite, der bekehrt werden will? Ich glaube, der war wichtiger. Flugplatz. Nein, Handelsweg. Nein. Wer wollte noch bekehrt werden? Lager. Helikopter. Sansibar, kann das sein? Sansibar, ja. Das ist Brüssel. Wo ist Sansibar? Ist das eins von den dreien? Ja, da ist Sansibar. Wie kommen wir dort am schnellsten hin? Da haben wir keine Möglichkeit, Apostel zu machen. Da auch nicht. Da hätten wir allerdings noch einen Typen. Hm. Nationalpark und noch mehr Tourismus und noch mehr Kultur und was weiß nicht was alles. Was auch immer. Ich finde das super. Könnten wir den am besten bauen, das am schnellsten tut ist. Da kann man nicht. Wir haben nur zwei, wie viele? Na, drei. In Sparta können wir auch bauen. Sparta, Athen und Ephesus, glaube ich. Viel mehr heilige Zentren haben wir nicht. Was in Athen, was soll's? Den schicken wir zuerst nach Sansibar und wenn noch was übrig ist, nach Brüssel. Machen wir das so, ja. Gut, du baust den Kakao ab. Wenn ich es kann. Du bleibst stehen einfach. Du gehst auf Bereitschaft. Politikplatz füllen. Okay, offensichtlich haben wir jetzt irgendwas Besseres hier. Wirtschaft, was haben wir denn da gehabt? Was haben wir denn als Neues? So. Nichts Neues. Ich suche mal diesen.
Was war das? Frage ich mich gerade. Irgendwas Militärisches wollte ich. Unterhaltskosten für Einheiten werden um 2 Gold pro Runde reduziert zum Beispiel. Wobei, ich will ja ein paar Flugzeuge bauen. Helikopter und Flugzeuge will ich bauen. Dann müsste es vielleicht auch irgendeine Dings Kampfsiege nehmen. 50% für Träger und Einheiten. Das Informationszeitalter. Strategische Luftwaffe. Das ist das Einzige, was mir irgendwie mit Flugzeugen hilft, oder wie sehe ich das? Das jetzt behalten, weil ich kriege ja, achso, naja, irgendwann mal wird die Zukunftstechnologie auch für Zukunftsausrichtung auch fertig sein. Na gut, soll sein. Schauen wir mal eine Runde noch und dann machen wir Schluss für heute. Das war jetzt eine sehr langwierige Runde, weil ich recht viel herumgedacht habe, was wir machen können. Ich kann mich nicht an, einen Herrscher halten, der keine Würde hat. Naja, ist okay. Dann haben mich alle denunziert, damit kann ich leben. Jetzt sollten die Züge etwas schneller werden, weil die ganzen Truppen von mir auf Schlafmodus gestellt sind. Ja, Düsenflieger sind schnell und günstig, aber wie viel Freude und Muße haben wir dem Rennen um Leistung geopfert? Da können wir jetzt einen Flughafen bauen. So, dieser Apostel. Quellen erhalten in New York finde ich gut. So, wir haben einen Casus Belli gegen Montezuma, finde ich gut. Genug Glauben gesammelt, um Missionar zu erwerben, ist mir wurscht. So, was machen wir als nächstes? Computertechnologie, was macht das? Gewährt Fähigkeit, einen zusätzlichen Spion auszubilden. Ja, finde ich gut. Finde ich gut. Große Person. Welchen können wir jetzt? Wo waren wir denn so knapp dran? Oh, beim Ingenieur. Na bitte, dann rekrutieren wir die Jane Drew mal. Wir waren schon so knapp dran bei dir. So. Die verbessert nicht den Bau von irgendwelchen Sachen. Die macht nur die Städte stärker. Dann könnten wir eigentlich gleich hier in Dings bleiben. Mit Sparta.
Oh, du hast schon 27 Wohnraum. Nein, dann gehst du bitte nach Ephesus, weil dort fehlt uns Wohnraum. Effektiv. So, was machen wir? Wir machen Mittel abschöpfen oder Produktion sabotieren. Daher. Ah. Rüstenmast. Auf. Ah, wir können den Doppeldecker aufrüsten. Finde ich gut. So, Seehafen oder Kraftwerk. Kraftwerk. Das ist auf jeden Fall für Argos und für Ephesus sinnvoll. So, was machen wir in Kairo als nächstes? Auch ein Kraftwerk vielleicht. Schnellere Produktion. Sind das Kraftwerk in Kairo? Könnte vielleicht sogar Mykene erreichen. Ah, wir wollten einen Schluss machen, Herrschaften. Ich wünsche euch einen schönen Abend. Schlaf gut und träumt was Schönes. Bis dann.